Herzlich willkommen zu Tichys Einblick. Ich bin Maximilian Tichy. Ich habe mir heute das Studio gestohlen, um mit Ali Utlu über Sport, Homosexualität und Transsexualität im Sport zu diskutieren. Ali Utlu ist ein sehr bekannter homosexuellen Rechte-Aktivist. Er setzt sich für die Rechte von Schwulen und Lesben ein. Er ist gerade bei Twitter sehr, sehr aktiv. Herr Utlu, die Diskussion um Frau Kelif bei Olympia, können Sie uns vielleicht noch mal erklären, was ist da eigentlich los? Naja, das Problem mit Frau Kalif ist einfach, dass sie intersexuell ist und ihr Körperbau vornehmlich männlich geprägt ist, wie man auch auf den Bildern sehen kann. Und sie beim Internationalen Boxingverband als Frau zu den Kämpfen nicht zugelassen worden ist, aber das IOC der Dame erlaubt hat, gegen Frauen bei Olympia zu kämpfen und Frauen so eigentlich gar keine Chance haben, weil mit der physischen Körper eines Mannes gegen Frauen zu kämpfen, lässt Frauen immer verlieren. Und das ist Das ist ein Riesenproblem, weil der Internationale Sportverband scheint Frau anders zu definieren als der IOC. Und diese Menschen haben einen biologischen Vorteil anderen gegenüber. Und es ist einfach nicht in Ordnung, diese Menschen in die Kategorie Frau mit aufzunehmen, obwohl jeder Mensch Augen hat und sieht, dass es da körperliche Unterschiede gibt. Es gibt nun mal biologische Unterschiede zwischen Mann und Frau. Und im Sport ist das besonders krass zu sehen. Und der IOC geht nicht nach der Biologie, sondern sie schauen einfach nur, was im Pass eingetragen ist. Und natürlich können dadurch Transsexuelle in Sportarten mit biologischen Körpern teilnehmen, die vornehmlich für Frauen bestimmt sind. Für echte Frauen, wie ich es jetzt sagen würde. Woher kommt denn der Wunsch, dass transsexuelle Männer, transsexuelle Frauen bei Frauengruppen und transsexuelle Männer bei Männergruppen in Sportarten mitmachen sollen? Also wir können ja sagen, wie jeder sein Leben lebt. Das ist ja absolut okay. Das kann ja jeder machen, wie er will. Aber was ist die Begründung, warum biologische Männer bei Frauen mit kämpfen sollen und biologische Frauen bei biologischen Männern? Und woher kommt das? Wer treibt sowas voran? Puh, also ich denke mal, Wokeness ist auch im Sport angekommen und da geht es eben darum, dass wir zu glauben haben, dass wenn ein Mann sich als Frau identifiziert, das auch tatsächlich so ist und wir alles an Biologie ausblenden sollen, obwohl unsere Augen sehen, dass es ein Mann ist, obwohl wir hören, dass es ein Mann ist, sollen wir eine Lüge glauben und damit die Welt dieser Menschen nicht zusammenbricht, weil es ist ja mehr oder weniger Theater. Man spielt ja die Rolle einer Frau. Man kann es ja nicht werden. Kein Mensch kann seine Chromosomen ändern. Das ist auch immer ein Fakt. Wer mit einer männlichen Physiologie geboren worden ist, wird auch mit dieser Physiologie sterben. Das kann man durch Identifikation zum anderen Geschlecht nicht ändern. Und wir sollen eben dieses Theater mitspielen und vergessen ganz einfach, dass andere Menschen dadurch Schaden nehmen. Also vor allem die Boxen Schaden nehmen. Und es ist nur Schabale. Wir sollen der Lüge glauben. Und es ist unfair. Es müsste für Transmenschen, wie gesagt, eine eigene Kategorie geben, wo diese Menschen gegeneinander antreten können und das dadurch auch fair ist. Aber im Moment ist das überhaupt nicht fair. Kann man also eigentlich behaupten, aus einem vielleicht gar nicht böse gemeinten Willen oder Wunsch, den Menschen Fairness zu geben, die Menschen alles zu ermöglichen, was sie wollen, nehmen wir anderen Athleten in diesem Fall die Chance, ihre sportlichen Leistungen unter Beweis zu stellen, weil wir sie also gegen jemanden antreten lassen, der Vorteile hat? Ja, Weil wir nett sein wollen, weil wir fair sein wollen. aber in dem Moment, wo man die eine Gruppe entdiskriminiert, diskriminiert man ja die andere Gruppe. Und was wiegt dann mehr? Wiegt dann das geborene Geschlecht mehr, also bei einer biologisch geborenen Frau, oder
bei demjenigen, der sich als Frau identifiziert. Und im Zweifelsfall stehe ich eben zu den Menschen, die biologisch so geboren worden sind und das nicht ändern können. Wogegen Menschen ihre Identität bald zweimal im Jahr ändern können. Ich könnte mich als Frau definieren und mir eine Sportart aussuchen, wo ich als Mann unter Männern versage, aber genau weiß, dass Frauen gegen mich überhaupt gar keine Chance haben und so mein Medaillenspiegel dann erhöht. Und das ist einfach unfair. Es gibt ja, man hat ja auch das Gefühl, dass einige Länder Menschen mit diesen biologischen Eigenschaften auch suchen, um sich Medaillen an Bord zu holen. Es gab ja auch den Fall in Südafrika mit der Sprinterin. Es gab ja auch die Fälle aus Nigeria, wo jeder sehen konnte, dass das physisch gesehen Männer sind und keine Frauen. Aber sie haben ihre Sportarten dominiert. Das ging ja auch beim Schwimmen. Ich glaube, da ging es um Lea Kermes zum Beispiel, wo keine Frau eine Chance gegen diesen Körper hat. Und es ist halt letztendlich eine Frage der Gerechtigkeit Frauen gegenüber. Gibt es solche Entwicklungen eigentlich auch in anderen Bereichen, wo sich das ausdrückt, wo quasi Frauen verdrängt werden von Männern, die Frauen sein wollen? Wir sehen das im Sport ganz extrem, weil es uns da auffällt und sich da ein Ungerechtigkeitsgefühl bei vielen Menschen aufzeigt und einschleicht. Aber gibt es das auch in anderen Bereichen? Tritt das da so zutage? Ja, natürlich. Also besonders zum Beispiel in Sportstudios ist ja ein Fall bekannt worden, wo ein Studio rein nur für Frauen einen transsexuellen Mann abgelehnt hat, weil sein Körper immer noch ein biologischer Mann war, mit der Begründung, dass die Frauen sich darin unwohl fühlen, wenn ein Mann mit seinem Geschlechtsteil außen in der Umkleidekabine sich umzieht. Und da wird auch muslimische Frauen vor allem trainieren, um getrennt von Männern in Sport machen zu können, wurde das ja abgelehnt. Und diese Frau bekam ja durch Ferner Hattermann, unsere Antidiskriminierungsstelle, Ärger, weil sie sollte dann 3.000 Euro an diesen transsexuellen Mann bezahlen als Kompensation für Diskriminierung. Und ich halte das für ganz ohne Gerichtsbeschluss. Ganz ohne Gerichtsbeschluss. Da hat also die Diskriminierungsbeauftragte gesagt, zahl dem mal Geld. Und kein Richter und kein Gesetz gibt dafür eine Grundlage. Was ja nochmal den ganzen Marco Buschmann, der dieses Gesetz ja vorangetrieben hat, kräftig damit beruhigen wollte, dass die Geschäftsbedingungen ja immer noch gelten, im Besonderen das Hausrecht. Aber man sieht, wenn man tatsächlich jemanden ablehnt, liest man ja, dass der Schlecht desjenigen erraten, um zu sagen, sie als biologischer Mann kommen hier nicht rein. In dem Moment macht man sich aber strafbar. Laut dem Selbstbestimmungsgesetz, weil man darf das Geschlecht des Gegenüber nicht mehr erraten oder falsch ansprechen. Und da wird eine riesengroße Klagewelle noch auf uns durchkommen. Also gut, es wird eigentlich belohnt. Spannend, dass Sie das Selbstbestimmungsrecht ansprechen von Marco Buschmann, das große Projekt der FDP, das große liberale Projekt in dieser Ampel. Wie sind denn da die Regelungen für Privilegien, die durch Geschlechter vergeben werden? Also es gibt ja schon bekannt, dass ein Mann, der sich zur Frau registriert, trotzdem im Kriegsfall eingezogen werden kann, wenn der Staat halt sagt, ich brauche jetzt aber trotzdem mehr warme Körper für die Front. Gibt es da ähnliche spannende Regelungen, die vielleicht in der Öffentlichkeit noch nicht so bekannt sind? Nein, aber besonders spannend ist, dass Eltern das Erziehungsrecht über ihre Kinder entzogen werden kann, dass wenn die Kinder sich dem anderen Geschlecht definieren wollen oder zum Beispiel Hormone haben wollen, um ihren Körper chemisch zu kastrieren, kann das Familiengericht das Erziehungsrecht der Eltern übernehmen. Also die Eltern haben dann überhaupt gar kein Bestimmungsrecht mehr über ihr eigenes Kind, und das halte ich in einem demokratischen Staat nicht haltbar, dass die Eltern das Erziehungsrecht über ihre Kinder in dem Fall entzogen bekommen. Ab wie vielen Jahren? Also ab wie vielen Jahren kann ein Kind sagen, ich möchte jetzt aber nicht mehr Leo, sondern Leanne sein, entzieht mich meinen Eltern? Ich glaube, also ich vermute es ab 14 Jahren oder 15. Also das ist schon recht früh, wo das passieren kann.
Also wir trauen Kindern nicht zu, einen Mobilfunkvertrag abzuschließen. Das wäre nicht möglich in dem Alter, aber sich chemisch zu kastrieren. Ja, sie dürfen auch ohne, also sie dürfen nicht mal gepierst werden. Dieser Nasenring wäre überall in dieser Personengruppe gar nicht erlaubt. Aber die chemische Kastration ist erlaubt, die irreversibel ist, weil ich kann meinen Ring wieder rausnehmen. Aber wenn die Hormone einmal die Pubertät zum Beispiel verhindert haben, kann das nicht mehr nachgeholt werden. Und diese Fälle gibt es in Amerika und in England, wo Menschen es bereuen, diesen Weg gegangen zu sein und damit aber ihr Leben auf immer zerstört haben. Sie können keine Sexualität mehr ausleben, weil einfach die Genitalien so nicht mehr funktionieren. Sie werden niemals mehr einen Orgasmus erleben und ihr ganzer Körper ist auch hormonell durcheinander. Und man redet immer nur über die Vorteile, man redet aber nicht darüber, welche Opfer generiert werden auf lange Sicht. Aus den USA habe ich einmal gelesen von Lesbenverbänden, die davon sprechen, dass es einen Genozid geradezu an homosexuellen Frauen gäbe, weil einem jungen Mädchen eingeredet wird, ja, du bist eigentlich gar nicht lesbisch, du bist einfach ein Mann und musst dich deswegen umoperieren lassen. Beobachten wir sowas auch in Deutschland, dann vermutlich auch in die entgegengesetzte Richtung, dass Männern eingeredet wird, du kannst nicht männlich sein, wenn du Männer liebst und musst deswegen eine Frau sein? Oder ist das hier, äußert sich das hier wenigstens ein bisschen? Also selbst hier gibt es diese Fälle. Es heißt ja auch Transfer Gay Away und das ist mehr oder weniger eine Konversionstherapie von Homosexuellen, zumal man auf Welche nebenbei eigentlich illegal ist mittlerweile, oder? Also Konversionstherapien dann sind geht eher schwarz. verboten. Ja. Die Sache ist einfach die, man geht an junge Menschen heran in einer Phase ihres Lebens, wo sowieso alles durcheinander läuft, und zwar die Pubertät und viele dort in eine Identitätskrise stürzen. Und viele wissen nicht, sind sie jetzt homosexuell, sind sie trans, sind sie im falschen Körper, sind sie im richtigen Körper. Und dann kommen eben Menschen auf sie zu, die sie in eine bestimmte Richtung drücken. Ja, also fast schon unter Druck setzen. Und diese Menschen irgendwann dann auch wirklich davon überzeugt sind, dass sie trans sind und nicht schwul. Dabei ist die Pubertät eine Phase, die man durchlaufen muss, um sich selbst zu finden. Innerhalb dieser Phase sollte man diese Entwicklung auch in Ruhe lassen. Das müssen diese Personen selbst durchmachen. Und ich finde das psychisch gesehen ja eigentlich Terror, weil diesen Menschen ihre echte Identität genommen wird und durch eine erfundene ersetzt wird. Bloß um das Narrativ heranzubringen, dass, also wir haben ja auch eine Explosion plötzlich von Transmenschen. Die gab Aber es vorher in der Zahl überhaupt nicht, dass auf einmal so viele junge Menschen sich von einem Tag auf den anderen als trans identifizieren. Es hat ja auch was mit Coolness und Mode zu tun, weil viele Menschen, vor allem Influencer, eben sagen, sie sind trans und diese jungen Menschen auch dazugehören wollen. Also trans ist in den meisten Fällen Mode. aus der Außensicht gesprochen, könnte man ja das Gleiche über Homosexualität sehen. Wenn wir uns die Statistiken anschauen, ist die Zahl der Homosexuellen hochgegangen. Ist das vielleicht das Gleiche wie bei Homosexualität, also dass die Leute befreit sind, sich trauen zu sein, wer sie sind und nicht mehr sich verstecken müssen und deswegen transsexuell ihr Coming Out haben? Also, Homosexuelle sind ja so anerkannt, wie sie noch nie in dieser Bo Republik waren. Sie sind fast zu 100% allen anderen Gleichgestellten. Wir haben alles erreicht, was wir erreichen wollen. Und die Hürde, sich zu outen, ist viel, viel niedriger als früher. Der große Unterschied ist, man wird als Homosexueller geboren, man sucht sich das nicht aus. Ein Linkshänder hat auch nicht irgendwann entschieden, Linkshänder zu sein. Er wurde so geboren. Er ist anders, aber genauso normal wie jeder andere. Und so ist das auch mit Homosexuellen. Während bei Trans oder bei Queerness man die Identität ja ständig wechseln kann. Und das kann ich zum Beispiel nicht. Ich kann nicht sagen, ich wache jetzt morgen auf und fühle mich jetzt heterosexuell und bin auf einmal befähigt, mich in Frauen zu verlieben. Das wird nicht funktionieren, weil ich so geboren worden bin. Es gibt da kein Aussuchen. Und das ist der allergrößte Unterschied. Eine allerletzte Frage habe ich dann noch. Woher kommt diese Diskussion? Wie Sie gerade eben gesagt haben,
Die Schwulenrechte sind so weit vorangetrieben worden wie noch nie. Es gibt meines Wissens nach eigentlich nur noch wenige Dinge, die ein Homosexueller nicht tun darf, die ein Heterosexueller tun darf. Ich glaube, es bleibt nur noch das Adoptionsrecht übrig, wobei diese Diskussion auch geführt wird. Also homosexuelle Paare dürfen in Deutschland keine Kinder adoptieren, aber Blutspenden, heiraten, das ist alles möglich. Woher kommt es, dass wir also plötzlich fast so tun, als wäre nichts erreicht worden und das müssten wir diesen Kampf für die Gleichstellung von Menschen jetzt für Transsexuelle führen gegen eine repressive Gesellschaft, die wir eigentlich gar nicht mehr sind? Ja, also dahinter stecken ja auch Interessengruppen. Dadurch, dass Homosexuelle alles erreicht haben, was wir jemals wollten, gibt es ja zum Beispiel überhaupt keine Daseinsberechtigung mehr für verschiedene Verbände, wie zum Beispiel den LSVD. Für was will der LSVD denn in Zukunft noch bei Homosexuellen kämpfen, wenn doch alles schon erreicht worden ist? Und da geht es einfach auch um Fördergelder. Man will sich selber nicht auf. Lösen, hat sich jetzt eine neue Gruppe ausgesucht, die es zu integrieren wird. Und das sind die Queeren und die Transmenschen. Und natürlich geht diese Maschinerie genauso weiter wie damals auch, aber Homosexuelle leiden auch darunter. Es wird ja zum Beispiel Lesben abgesprochen, lesbisch zu sein, weil Geschlecht halt nicht binär ist und Männer mit einem Penis genauso lesbisch und Frau sein können, wie sie auch. Und da gibt es Kämpfe mittlerweile, auch innerhalb der Pride. Und das hat eben damit zu tun, dass wir jetzt mittlerweile so Mainstream sind, wie alle Heterosexuellen auch. Und eine neue Opfergruppe jetzt in den Vordergrund geschickt wird. Und das hat, wie gesagt, was mit Fördergeldern zu tun, mit der Erhaltung von Strukturen, die aufgebaut worden sind und auch mit den Prides, die eigentlich gar nicht mehr nötig wären. Wir glauben das alles nicht mehr. Wir haben alles. Bevor Sie die Prides ansprechen, wenn ich das richtig gesehen habe, organisieren Sie ja eine eigene Pride, Ich eine versuche es, ja. LGBT Pride, die sich abgrenzt von dem TQ und weiteren Gruppen. Stoßen Sie da auf Widerstand? Wie ist das innerhalb der LGBT Community, also lesbisch, schwul und bisexuellen Gruppen? Und wie ist da die Diskussion, die viele unserer Zuschauer vielleicht nur von der Außensicht her kennen? Also die sogenannte Community, die eigentlich gar nicht existiert, weil man ist als Homosexueller nicht automatisch Mitglied einer Vereinigung. Sie meinen, Es Sie haben kommt. keinen ständigen Radiokanal zu allen anderen Homosexuellen des Landes? Genau. Also die Community ist gespalten. Die eine Seite unterstützt meine Idee, weil sie sagen, dass dass das Außenbild, das zurzeit verbreitet wird, mit der Realität überhaupt nichts zu tun hat, weil plötzlich sind wieder diese Vorurteile da, dass schwule Frauen Kleid anziehen wollen, sie wollen sich schminken, sie sind druckig und dann werden Stereotypen von uns verbreitet, die eigentlich schon längst überwunden waren. Und dazu kommt, dass ein großer Teil der Community gar nicht als queer bezeichnet werden will. Weil für uns gibt es schon Bezeichnungen, lesbisch, schwul, bisexuell. Und queer macht uns eben unsichtbar. Weil queer kann jeder sein. Queer kann auch ein Heterosexueller sein, der irgendeiner Norm nicht entspricht und jetzt besonders sein will und sich an unseren Gruppierungen wanzen. Wir wollen einfach zeigen, wir sind wie jeder andere, wir sind nicht anders als andere und das war's. Und wir sind Sexualitäten und keine Identitäten. Das ist der allergrößte Unterschied. Wir werden immer wieder zusammengeworfen, was eigentlich totaler Unsinn ist, weil eine Sexualität kann man nicht ändern, aber man kann Identitäten ändern. Aber diese Identitäten haben unsere oder Community übernommen und das sorgt mittlerweile für böses Blut. Und wir wollen uns davon abgrenzen. Wir haben mit diesen Vieren nichts zu tun. Herr Utlu, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.